Der Superheld der Grünen, alles ganz klar, das ist natürlich der Superheld der Grünen, heißt ohne Frage Robert Habeck. Er ist wieder da. Er ist Kanzlerkandidat, jetzt auch ganz offiziell, und er ist natürlich nicht nur Kanzlerkandidat. Ein Robert Habeck ist noch mehr. Ein Kandidat für die Menschen. Ja, sieh an. Das ist ja mal außergewöhnlich, oder? Das ist gut, dass wir das mal geklärt haben. Er ist ein Kandidat für die Menschen. Also nicht für die Außerirdischen und auch nicht für die Tiere. Obwohl der Kandidat für die Menschen oft guckt wie ein Rauhaardackelwelpe. Habeck hat seine Kandidatur ganz originell angekündigt. Er war ja vor ein paar Jahren bei Twitter ausgestiegen, weil ihm die Inhalte dort zu doof waren. Jetzt ist er wieder eingestiegen, weil er offenbar inzwischen keine Probleme mehr mit doofen Inhalten hat. Und er hat sich da nachts an seinen Schreibtisch gesetzt, wie damals Christian Lindner für dieses Wahlplakat. Und er hatte ein Perlenkettchen ums Handgelenk mit dem Text Kanzler-Era. Das Video ist inzwischen gelöscht, weil Herbert Grönemeyer verboten hat, dass darin seine Musik verwendet wird. Habeck hatte nämlich gesummt, Zeit, dass sie fast dreht. Gesummt, man hat den Text gar nicht verstanden, das war Grönemeyer aber egal. Bei ihm versteht man den Text ja auch nicht. So, und was sollte das? Nicht nur ich habe mich das gefragt, was ist da mit diesem Armbändchen? Was steht denn da drauf? Kanzler-Ära? Steht das da drauf? Da steht da Kanzler-Era drauf. Ja, man spricht das amerikanisch aus, weil es aus dieser Swiftie-Era kommt. Natürlich. Natürlich. Der Kandidat der Menschen ist Doktor der Philosophie und trägt Swiftie-Armbänder. Und ob Sie es glauben oder nicht, auf dem Parteitag gab es einen Perlenstand. Sie glauben das nicht, oder? Doch. Diesen Perlenstand gibt es hier wirklich beim Grünen Parteitag. Und es gibt Andrang. So ein Kanzlerbändchen, wie Robert Habeck es in seinem Wahlkampfvideo getragen hat, das gilt jetzt als Must-Have. Team Robert entsteht bei mir. Kanzlerkandidat wollten Sie nicht machen. Da fehlen die Buchstaben, sonst hätte ich das gemacht. Ja klar, das kann ich verstehen. Da fehlen die Buchstaben. Ja, natürlich. Na klar. Um Kanzler zu werden, braucht man in Deutschland ganz andere Buchstaben im Moment, und zwar C, D und U. Habeck kämpft auf verlorenem Posten. Es gibt aber Eigenschaften, die ganz klar für ihn sprechen. Keiner kann wie Robert Habeck so lässig und ich würde auch sagen charming den Norweger Pulli vor der Pressekonferenz schnell gegen das Sakko eintauschen. Super, das glaube ich sofort. Das kann er wie kein Zweiter. Und wer einmal gesehen hat, wie er morgens den Schlafanzug mit den Windrädern drauf gegen seine Boxershorts mit den ausgestorbenen Krötenarten wechselt, das ist so fucking charming, das vergisst man nie. Aber Robert Habeck ist natürlich auch ein kluger Kopf. Unbenommen. Er ist ein kluger Kopf, er macht sich Gedanken, und zu der Frage, was ihn antreibt, Kanzlerkandidat zu werden, dazu fällt ihm dann auch eine ganz rührende Geschichte ein. Ich war im Sommer schwimmen mit einem meiner Söhne, und danach hat er zu mir gesagt, als wir uns dann sozusagen wieder warm wurden in der Sonne, weißt du noch, wie du mir Schwimmen beigebracht hast? Und er hat zu mir gesagt, mein Sohn, du hast damals zu mir gesagt, du musst dich bewegen, sonst gehst du unter. Und ich glaube, es war dieser Satz. Ich glaube, es war dieser Satz, der irgendwie hängen geblieben ist. Ja. Okay, das hat jetzt mich auch überzeugt. Das war wirklich, es war rührend, es hatte Tiefe, und für mich ist damit klar, Robert Habeck ist definitiv der Richtige, um mit den Grünen baden zu gehen. Und wenn es nicht die Kanzlerschaft wird, vielleicht das Seepferdchenabzeichen. Kanzler Robert Habeck. Viele sagen, nein, das ist nicht realistisch. Das ist doch Quatsch. Ich meine, warum ist der jetzt Kanzler? Können wir bitte mal die Gurke im Hochbeet lassen? Kanzlerkandidatur? Ne, andere sind total begeistert. Die Basis findet ihn wohl ziemlich gut. Wie ist es denn sonst so? Unser Reporter Nils Holst hat sich in Wiesbaden umgehört. Ja, das ist der Spirit hier auf dem Grünen Parteitag. Go, Robert, go! Robert Habeck wird Kanzler. Da brauchen wir eigentlich gar nicht mehr wählen. Robert, we can do it. Robert, auf die Eins. Kanzlerschaft ist im Prinzip theoretisch rechnerisch, ist das? Machbar ist es immer. Also in Prozenten ausgedrückt, was geht? 100%.
Also das nenne ich wirklich Optimismus. Ja, die Grünen lieben Robert Habeck und die Menschen auf der Straße auch. Oder? Was lieben Sie an Robert Habeck so sehr? Ich gar nichts. Also er ist irgendwie classy, er ist aber auch cool und er ist auf jeden Fall ein Macher. Nein, Robert Habeck ist kein Macher, Robert Habeck ist ein Schwätzer. Was fasziniert dich besonders an Robert? Komm, sag's runter. Seine Ehrlichkeit. Sein Aussehen. Sonst nix. Gerade die Rolle der Grünen in der Ampel. Wie war denn die Performance? Gut, also ich verstehe die Frage nicht. Nochmal brauche ich das nicht mit den Grünen. Auch was das Wirtschaftliche angeht, ne? Das können wir schon sehr, sehr gut. Also ich finde, er hat eine Wirtschaftspolitik gemacht, die uns geschadet hat. Also wenn Robert Habeck Kanzler wird, dann? Ja, da kann man auch nichts machen, ne? Pech gehabt. Robert Habeck kann Bundeskanzler werden. Er hat das Zeug. Bravo. So, dann gibt's Applaus. Das finde ich super. Wählen Sie Robert Habeck? Leider nein. So, wie ist das mit Ihnen? Wählen Sie Robert Habeck? Keinesfalls. Und wie ist bei dir? Wählst du Robert Habeck? Auch nicht, nein. Ich habe jetzt draußen mit 10 Leuten geredet. Keiner von den 10 Leuten will Robert wählen. Wer sagt ihm das heute? Hä? Wir wollen ihn auf jeden Fall wählen. Da draußen, ich meine die Menschen auf der Straße. Ach so. Ja, da verliert man manchmal ein bisschen. Würde ich auch sagen. Das ficht uns ja nicht an. Wer sagt ihm das heute? Mit wem hast du gesprochen? Mit Leuten draußen auf der Straße. Warum musst du ihm das sagen? Robert, Glückwunsch, toller Parteitag. Ich habe draußen mit den Leuten auf der Straße geredet. Von denen will dich leider keiner wählen. Also sorry. Ja, diesen Schock musste Robert erstmal verdauen. Damit konnte er nicht rechnen. Hallo, ich würde gerne umtauschen. Der funktioniert nicht. Was passiert ist, ich wollte extra 3 in der ARD-Mediathek schauen, hab's aber nicht gefunden. War ich sauer, hab ihn runtergeschmissen, war er kaputt. Aber ich hätte einfach nur hier klicken müssen. Kriege ich trotzdem mein Geld zurück?